Das war jetzt sehr gutes Timing. Mitten in der Aufnahme kam mein Essen. So! So ist das. So ist das. Das passiert. Ist wichtiger als ja. Für die Schlacht, ist das Essen ist. Ne? Warum soll er nicht verhungern? Ne? Hallo liebe Freunde, kurze Ansage, wir starten mitten im Spielgeschehen gerade rein, es fängt gerade das Spiel an quasi, es ist nichts passiert, es fängt gerade an, nur der Anfang, wo wir die Ansage machen, der fehlt bei mir komischerweise. Also, wir spielen Heroes of the Storm, ich bin mit Dalukat auf einer Map und viel Spaß beim Zusehen, ich spiele den Charakter Arthas und er den Witch Doctor. Ich bin jetzt hier im Spiel. Jo, wo gehen wir hin, unten? Ich sehe dich! Ach, lauf! Oh, nein, ein bisschen Mann. Zu weit unten gewesen. So, ich kann irgendwas skillen. Was nehme ich denn mal? Ach, so viele Möglichkeiten. Alles auf Englisch. Ja, aber meistens sind es ja fast immer dieselben, also Charakter unterschiedlich. Meistens hat irgendwas mit Autotext zu tun und sonstiges. Ja, mehr Leben, das ist super, nehme ich das mal. Bist du Tank? Also steht dein Charakter als Tank dran? Das habe ich. Hab mir das gar nicht angeguckt. Ja, er hat so ein Schild gehabt. Ich bin so ein bisschen Tank, ja. Das ist ja perfekt. Ich weiß, danke. Lauf, Arthas! Hier müsste jetzt gleich schon den ersten kommen, ne? Richtig, eigentlich müssten wir jetzt schon Gegner. Wir laufen uns in die Gegner im Tower rein. Ah, da oben sind sie drin. Oh, wir werden hier gegankt. Aua, viele Leute. Gott, da sind alle. Ich bin tot. Das fing nicht gut an. Da waren so auf einmal so viele Menschen bei mir. Ja, es waren einfach alle da. War die Heilung, du so? Ich bin Hexendoktor, kein Heildoktor. Kann ich dich heilen. Ich hätte dann Illidan nehmen sollen. Und dann hätten wir sie gehabt. Komm, den Arthas, der kriegt gerade viel Damage. Ja, aber der haut ab. Leider. Jetzt aber, komm, den kriegen wir. Sehr schön. Kommt einer von uns. Muss töten. Los, oh, diese Paddy da. Oh nein, das war's. Okay, ich geh auch mal lieber ein bisschen weg hier. Okay. Ich glaube, ich mache so lange ein bisschen mit dem Minions. Ah, nee, da kommt der. Pass auf, Diablo auf, der kann dich wegschmeißen. Ja, das ist ein richtiger Saftsack. Ja, das ist ein Arsch, ist das. Das macht man nicht. Ich geh auch mal meinen Mana hier. Ne? Mana. Ich kann hier so eine coole Frostaura machen, so. Au. Au. Nein. Lauf, ich hab ein paar eingesperrt. Nehmen wir noch. Jetzt, wir porten uns jetzt zurück, weil der Brunnen dauert ja ewig, bis wir wieder spielen, bis wir wieder aufladen können. Ja, ja. Was machen wir? Tschüss. Ich hau ab, ne? Choose a talent. Nee, der Brunnen ist aber auch. Achso, das sind ja alle Brunnen. Ich kann mir das skillen. Welcome, foolish heroes. The haunted minds are beginning to unseal. Soon the terror within shall be. Was ist eigentlich in den Minen? Weil du warst ja da schon drin. Moment. Ich einfach mal das. Da sind so Monster, die wir töten müssen, so Untote. Desto mehr Köpfe wir sammeln, desto stärker wird unser Monster. Ach so. Und deswegen sollten wir eigentlich da reingehen. Aber wenn die da vorne gerade hier rum, können wir da nicht rein. Das Problem ist aber auch, wir sind hier unten zu zweit. Die anderen sind ja gerade zu dritt. Die sollten da reingehen. Die gehen da jetzt hoch, komm. Kriegen wir Diablo noch? Ja, die anderen habe ich noch eingefriert. Aber Moment, das hier ist die Mine, ne? Das ist der Eingang, ja, oder? Ja, da müssen wir jetzt rein. Und dann kommt Diablo hinterher. Ich gehe rein. Okay, warte. Ja, genau, wir warten. Da ist er. Ah. Genau, dann ist er abgehauen, wo ich meine Attacke gemacht habe. Ist er wieder drin? Achso, der baitet uns die ganze Zeit. Töten wir diese Viecher, diese müssen wir töten.
um die Köpfe zu sammeln. Ne, der traut sich ja nicht mehr rein. Ich hab mal die Spinne hingelegt. Da oben ist eine Kumpel von uns. Retten wir hier oben links. Unten Gegner, ne? Hier links? Ja, aber genau. Machen wir eine Aura an hier. Ne? Jetzt sind alle raus. Sind wir die einzigen in der Mine. Da kam wieder einer rein. Das ist auch einer von uns, glaube ich. Das wäre dann zu viel. Ne, ne, ist egal. Ich komm mal zu dir. Ja, ich töte mal hier noch ein paar Viecher. Genau, die müssen wir auch töten. Das ist das Wichtigste. Du siehst ja auf der Karte die Punkte. In der Mitte ist das größte Monster. Das bringt die meisten Punkte, aber zu zweit. Möglich. Kriegen wir hin. Aber es muss doch noch jemand in der Mine sein, denn du siehst, dass das rote Team auch sammelt. Ja, richtig. Während wir auf Mr. Moore warten, kloppen wir einfach weiter. Das war jetzt sehr gutes Timing. Mitten in der Aufnahme kam mein Essen. So! So ist das. So ist das. Das passiert. Ist wichtiger als für die Schlacht, ist das Essen ist. Ne? Warum soll er nicht verhungern in der Mine? Hier meine Mitte ist schon ein Kampfgeräusch. Oh, wir haben es fast. Kriegen wir die zu zwei Touren zu hier? Oh nein, oh nein, geh, du musst weg. Ah, ich hau ab. Tschüss, schönen Tag noch. Das, komm, wir könnten wegkommen, oder? Oh, da kommt noch einer. Da sind alle fünf sind gerade in der Mine. Oh, die Twisted Provolus Damage to Enemies below High Heal. Oh, ich nehm mich doch. Oh, ich schon auf Level 10, dann gibt's wieder die Mega-Attacken hier, ne? Ja, das wird auf jeden Fall geil. Aber jetzt haben die es doch geschafft, oder? Ja, die haben mehr. Da kommt gleich das Monster, siehst du oben das Ladebalken? Ja. Wir haben 33 und die haben 67. Das heißt, deren Monster wird deutlich stärker sein als unser Monster. Achso, wir kriegen beide aber eins, alles klar. Ja, aber das wird, dem wird deutlich stärker sein. Das wird wahrscheinlich hier gleich einfach durchrennen. Lass mal gucken. Nein, nein, so stark werden wir noch nicht. Aber trotzdem müsste man mal aufpassen. Das Einfrieren ist cool. Boah, Diablo ist echt krass. Ja? Ich finde Diablo ist echt stark. Also mit der, er kann dich ja einmal nach hinten schmeißen und dich dann nochmal wegkicken. Wir sind hier gerade oben, wo das Monster kommt. Ich guck's mir gerade mal an, ja. Kann man auch nicht aufhalten, großartig. Also. Wenn du es angreifen würdest, bleibt es dann stehen, um dich anzugreifen oder geht es einfach seinen Weg? Es rennt weiter. Boah, die Hellen kommen mir von denen hier auch zwischendrin und wollen uns ja ein bisschen hier aufhalten. Ich bin jetzt auch oben an dem Monster gleich dran. Ich werde gerade hier voll gegankt von so einem anderen Krieger, der einfach deutlich stärker ist als ich selber. Das ist voll traurig. Toll, jetzt ist der Mana-Brunnen kaputt, an dem ich mich heilen wollte. Muss man das Ding wirklich töten, um es zu stoppen, oder geht es irgendwann von allein? Töten. Ey. Vernichte es. Der hält ja ewig aus. Richtig. Ich fliege mal ein bisschen hier rum, ne? Oh Gott. Ich will ihn leben. Du bist gleich tot. Ja, was soll ich machen, ne? Guck mal, wie viele Helden da von denen sind, einfach. Okay, ich gehe weg. Ich gehe mich heilen. Bis dann, schönen Tag noch. Ah, Heilung ist super. So, die sind auch schon Level 12, die Gegner, und wir neu. Ne? Das ist so ein bisschen der Unterschied. Das ist ein bisschen, aber nur minimal, finde ich. Es ist gleich tot. Okay, okay, okay. Lauf, Mr. Moore! Ja! Ach, jetzt haben wir die Heroic Abilities. Also, ich hab sie gerade. Achso, du ja. Ich hab die Army of Dead oder Syndragosa. Das ist ja geil. Das ist ja beides fett.
Entweder nehme ich die Armee oder Sindragosa. Ist beides super. Ich glaube, ich nehme die Armee. Ja, mehr Monster sind immer besser. Ich habe mal die Armee genommen. So. Kannst du die Armee gleich mal oben ausprobieren? Wir haben hier oben nämlich einen geilen Kampf. Ich brauche 100 Mana. Und ich habe 34. Aua, warum habe ich jetzt so Schaden bekommen aus dem Nichts? In meiner Base, das macht mich traurig. Vielleicht gibt es da einen Champion, der überall auf der Welt angreifen kann. Also, dass alle einmal Schaden bekommen, gibt es ja öfter. Ich hab gleich 100 Mana. Ich hab 100 Mana. Ich sehe euch. Komm, jetzt müssen wir dann den einen da kriegen. Was ist denn das für ein Tank? Der hält ja ewig aus. Los, Armee. Du bist fast tot, Mr. Moore. Ja, ich bin tot. Aber meine Armee ist auch tot. Ich habe aber ganz schön überlebt hier. Dieser T2-Krieger, der hält unendlich viel aus. Ja, der macht alles, der wirbelt da, macht einfach mal alles tot. Und ein richtiger WoW-Krieger ist das irgendwie. Nur leider nicht in jeder Seas. Wir kriegen ja gar keinen Tod. Ah, ja, doch, die Heilerin ist tot. Die sind unten bei uns schon in der Base drin. Ja. Sollen wir da zurückgehen oder? Ja, ich wollte gerade porten. Ja. Kann es sein, dass wir insgesamt einer weniger sind? Ne, unsere sind alle unten in der Mine. Mr. Mordi sind zu dritt und höher levelig. Ah, bin schon tot. Hab mich in der Mitte so ein bisschen festgehalten, ne? Das war irgendwie so doof. Du bist auch, glaube ich, tot. Ja, nicht mal dieser Basisturm hat Diablo töten können. Er hat mich auch irgendwie hochgehoben und. Ja, genau, der. Ja, das ist ein ganz fieser Typ, ist der Teil. Ich darf wieder leben. Unsere Basis ist gerade im Bedrängnis, muss da schnell hin. Oh, ich bin da schon wieder tot, Alter. Dieser Turm macht keinen Schaden. Ich bin schon tot, ja. Ah ne, ich lebe noch, aber ich bin... Aber du lebst noch, das ist doch die Hauptsache, würde ich sagen. 54, ja, alle waren noch in den Minen. Wir haben fast gewonnen. Ganz knapp gewonnen, ne? Ja, es war wirklich sehr knapp. Es war so Haaresbreite. Hätte auch anders ausgehen können. Ah, hier, ich habe Quest completed. Play game with the hero. Er gab wenigstens Geld, oder? Ja, nicht? 250, ne? Muss man mal so sagen. Ja, also ich kann jetzt, ich sehe bei mir die 10 und dann kommt 11, 12, 13, 14, 15. Ah, geil. Okay, dann geht's also noch viel weiter. Nächstes, ja. Mhm. So. Ah, das. Ich war einer der Behindertsten, habe ich das Gefühl. Ah, zwei Takedowns haben wir hier, ne? Also, wir haben hier richtig... Wir waren dabei, ja. Während bei denen ein kleiner Drache einfach mal 10 hat, ne? Und noch nie also, gestorben ist. Okay, von denen ist fast gar keiner gestorben. Gut, ich hab gelieft. So. Alles klar. War's das? Ich würde sagen, das war's. Oder willst du noch einen machen? Ja, aber dann in einer anderen Aufnahme. Natürlich, dann. Natürlich. Was mit der Runde? Ja. Die war super toll. Und jetzt zeigen wir, wie man gewinnt. Jetzt zeigen wir euch, wie man gewinnt. Bis gleich, bis zum nächsten. Tschüss.